Also Ibn al-Qayyim erwähnt jetzt einige Ayat als Beispiele dafür, dass wir eine kurze Lebenserwartung haben sollen. Allah sagt, أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. Siehst du denn, wenn wir sie jahrelang im Genuss leben lassen, ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. Und dann ereilt sie das, was ihnen versprochen wurde. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. Dann bringt ihnen ihr Genuss nichts mehr. Also Allah subhanahu wa ta'ala ermahnt uns hier, okay, du hast jetzt jahrelang genossen. Du hast das schönste Haus. Du hast das schönste Auto. Du hast den besten Körper. Du hast die schönste Frau. Die Frau hat den schönsten Mann. Und jetzt bist du tot. Irgendwann stirbst du. Wenn du das alles im Erlaubten erlangt hast, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Wo ist das Problem? Aber das Problem ist, was ist, wenn du das im Verbotenen verlangt hast und auch erhalten hast? Dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyamah. Du willst einen Palast, einen riesen Palast mit Swimmingpool und Whirlpool und was weiß ich was für ein Pool. Du möchtest einen schönen Garten, du möchtest einen Privatjet und so weiter und so fort. Du möchtest eine schöne Frau, die Frau möchte einen schönen Mann, bekommst du alles im Paradies. Glaubt ihr daran oder glaubt ihr daran nicht? Wer weiß das von euch, dass er das bekommen wird? Die anderen sind sich unsicher? Möge Allah uns das Beste geben im Paradies. Die höchsten Stufen, ja Rabbi. Das heißt, ein Muslim ist ja nicht jemand, der das nicht will, sondern ein Muslim ist jemand, der darauf wartet, bis das im Erlaubten bekommt. Bekommst du dein Schloss in der Dunya ohne Zinsen, ohne Betrügen, ohne Stehlen? Bitteschön, ja, und dann besuchen wir dich gerne. Aber was ist, wenn ich nicht dazu kommen kann? Soll ich dann Depressionen bekommen? Nein, mein Schloss wartet auf mich im Paradies. La hawla wa la quwwata illa billah. Schon wieder einen Baum im Paradies bekommen. La hawla wa la quwwata illa billah. Schon wieder ein Baum im Paradies bekommen. La hawla wa la quwwata illa billah. Noch ein Baum im Paradies. La hawla wa la quwwata illa billah. Bitte schön. So einfach ist das. Und dann hast du deinen schönen Garten im Paradies. Al-Shaytan lässt uns aber diese Sache vergessen. Wer von uns sagt La hawla wa la quwwata illa billah öfter? Sagen wir mal 5 Minuten. Wer hat das mal in der letzten Woche mal 5 Minuten gesagt? Niemand? Immer, mashallah, Allahumma barik. Oder irgendein anderer Weg. Das ist ja das Problem. Wir haben alles bekommen von Allah Azza wa Jal, um Schlösser zu bauen, um Gärten zu bauen. Aber wir machen es nicht. Stell dir mal vor, hier jemand sagt mir mal zu, guck mal, ich gebe dir ein Stück Land. Ja? Von mir aus ein Hektar. So, am Meer. Herrliche Aussicht. Und ich hole dir Zement und alles, was du brauchst. Und der Bagger und so weiter. Alles kostenlos. Du musst einfach nur sagen, geht mal, baut mal hier die Wand, macht mal hier ein Fenster und du sitzt da Monate und Wochen lang und dann kommt jemand und sagt, und was hast du gemacht? Nix. Das ist doch nicht normal, oder? Auf was wartest du denn? Ich bin einfach nur zu faul. Was denn das? Und so geht es mit uns. Wir können Schlösser bauen im Paradies, machen es aber nicht. Warum? Faul einfach. Ich bin faul. Möge Allah uns vergeben. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. Und wenn sie auferstehen, dann ist es so, als ob sie nur eine Stunde gelebt haben. يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Nach all den Jahren, die du gelebt hast, kommt es dir vor, als ob du nur eine Stunde gelebt hast.
Und das zeigt dir, dass egal wie lange dieses Leben andauern wird, es immer zu kurz ist. Also soll deine Konzentration nicht im Diesseits sein, sondern im Aufbau deines Jenseits. Er sagt nun, Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, beziehungsweise erwähnt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist von dieser Welt nur noch so viel übrig geblieben, wie dieser Tag im Verhältnis zur Vergangenheit. Also es bleibt noch übrig, wie lang ist dieser Tag, also prozentual die Zeit, dieser eine Tag im Verhältnis zur Vergangenheit. Das ist ja nichts. Ein Tag, 24 Stunden, im Verhältnis zu Abertausenden von Jahren. Wie viel ist das? 0,000000 irgendwas? So viel ist übrig geblieben. Von diesem ganzen Leben, von der Dunya. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wurde entsandt kurz vor der Auferstehung. Dann ist doch mein Leben erst recht umso kürzer. Egal, und wenn ich 100 Jahre alt werde, ist es ein sehr, sehr kurzes Leben. Aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich 100 Jahre leben werde. Und es ist eher unwahrscheinlich, mit all den Problemen auf dieser Welt, dass ich 100 werde. Möge Allah uns ein gesegnetes Leben schenken. Der nächste Aspekt ist das Nachsinnen über den Koran. Eines der wichtigsten Gründe, warum man zu Allah gelangt, warum man sich ermahnen lässt, ist der Koran. Und deswegen heißt Al-Quran Al-Dhikr, die Ermahnung. Weil wir durch den Koran uns erinnern lassen an alles, was wir benötigen. Und daher gilt, dass wir den Koran lesen müssen. Und da hapert es bei uns.